So, wir können loslegen. Sie hatten schon Zeit, unser nächstes Java-Rätsel anzuschauen. Vielleicht nochmal ganz kurz. Also, wir haben da ganz normal eine Klasse Lottchen, die hat einen String und so weiter. Hier wird ein S zugewiesen auf eine Zeichenreihe und dann wird es einfach ausgedruckt, ja? Was die Geschichte schwierig macht, ist, dass es hier eine Klasse String gibt. Ja, die Klasse String, die ist auch nichts anderes, als dass sie ein S enthält, das der Standard-String-Klasse ist, von Java lang.string. Und da gibt es einen Konstruktor, der setzt natürlich das S, auch alles wie gehabt. Und dann gibt es eine Variante, die sagt toString. Wenn also die Methode aufgerufen wird, toString, implizit, zum Beispiel von Printline, das bekommt ein Objekt und das sagt dann, okay, was ist das? Gib mir bitte eine Zeichenreihe dafür. Dann ruft es toString auf und das gibt mir die Zeichenreihe S zurück. Jetzt ist die Frage, was wird ausgegeben? Also läuft es? Hello World? Gibt es einen Übersetzerfehler? Was ist der Übersetzer? Oder gibt es einen Laufzeitfehler? Nochmal zurück. Nochmal anschauen. Fangen wir beim einfachsten an. Wer wäre für einen Übersetzerfehler? Übersetzerfehler? Wer wäre dafür, dass es eigentlich ganz normal läuft? 2, 3, 4, ja. Und wer ist für einen Laufzeitfehler? Laufzeitfehler wäre richtig gewesen. Aber ich gebe zu, das ist ein bisschen knapp. Ja? Also es ist ein Laufzeitfehler. Und zwar ganz einfach. Das sagt, ich finde keine Main-Methode. So findet es keine Main-Methode, die war doch da. Naja, es findet nicht die richtige Main-Methode. Es findet nämlich eine Main-Methode, die nimmt zwar einen String, aber das ist der da. Und nicht java-lang.string. Wenn Sie da oben hingeschrieben hätten, java.lang.string, war alles in Butter gewesen. Also diese Überdefinition der Standardklasse String verursacht eine Verwirrung. In diesem Fall äußert sich die so, dass eben eine Main-Methode verlangt wird, die java-lang.string hat, und die gibt es nicht. Und das wird erst beim Aufruf gemerkt. Syntaktisch und semantisch ist das Projekt ja korrekt. Erst beim Aufruf suchen wir nach einer Methode nach der richtigen. Oh, die ging ja nicht. Also, alles klar. Was lernen wir davon? Versuchen Sie erst gar nicht, die Plattformklassen überzudefinieren. Geben Sie ihnen doch einen anderen Namen, dann tritt dieses Problem erst gar nicht auf. Ja? Also nie String oder Int oder sonst etwas neu definieren. Das ist blöd. Lassen Sie so, wie sie definiert sind und nennen Sie anders. Spezial String oder meiner oder mein String oder irgend sowas anderes. Okay, da war ein bisschen trickreich. Und dann können wir jetzt weitermachen mit dem Stoff. Und wir waren also bei UML stehen geblieben letzten Montag. Und da sagten wir ja, UML, da zeichnen wir einfach Klassen, wie wir sie aus Java kennen, als kleine Kästchen mit dem Namen, Klassennamen dran, mit den Attributen drin. Die Attribute werden so geschrieben, nämlich Name, Typ, Initialisierungswert, dann kommen drunter die Methoden, fertig. Ja? Wir können auch manche davon weglassen, die Instanzen, also die Objekte selbst, zeichnen wir so, dass sie auch Klassen, also Kästchen werden, aber wir unterstreichen dabei den Klassennamen. Und wenn wir einen Namen geben, den dazu, wenn Sie zum Beispiel eine Liste zeichnen wollten von Elementen, dann wissen Sie natürlich nicht, ob die Namen haben, sondern da würden Sie also nur sagen List-Element oder sowas hier oben und unterstreichen, um anzudeuten, dass es ein Objekt ist oder eine Instanz der Klasse List-Element. Ja, mehr gibt es jetzt da erst nicht zu sagen. Interessant wurde es dann bei den Assoziationen. Da sagten wir, um Beziehungen zwischen Objekten sauber zu definieren, gibt es das Konzept der Assoziationen. Die Assoziationen beschreiben Beziehungen. Ja? Wir könnten sagen, die Assoziationsschreibweise, die wir haben mit dem Strich und den Multiplizitäten und dem Namen, beschreibt eigentlich eine Beziehung.
Ja, Assoziation ist das Wort für eine Beziehung zu erklären. Ja. Genau, so, da hatten wir ja zum Beispiel das hier gehabt, eine Firma und eine Person und eine Person arbeitet bei einer Firma. Firma kann mehrere Personen haben. Hier steht implizit eine 1. Das würde also bedeuten, in dieser Modellierung hätte eine Person nur das Recht, bei einer einzigen Firma zu arbeiten, nicht bei zwei gleichzeitig. Das sind also die Multiplizitäten, da können wir Stern hinschreiben oder 0 oder 1. 0 hat natürlich ganz wenig Sinn, dann gibt es gar keine Beziehung, aber 0 bis 1, 0 oder eine oder keine ist eine Möglichkeit. Und natürlich auch irgendwelche Bereiche, aber die kommen eher selten vor. Es ist auch möglich, dass diese Beziehungen mehrfach sind. Deswegen nennt man das auch einen Multigraph, der hier spezifiziert wird. Ja. Das sagt also, wenn Sie Firmen haben, Firmeninstanzen und Personeninstanzen, dann darf es Beziehungen dazwischen geben. Eine Beziehung heißt hat Chef, eine andere heißt arbeitet bei. Und ihre Eigenschaften werden hier beschrieben, nämlich eine Firma hat genau einen Chef und eine Person kann nur Firma einer einzigen Chef einer einzigen Firma sein. Ja. Okay, dann hatten wir noch Leserichtung, dann sagten wir Atomizität. Das machen wir so, damit wir nicht lange hinschreiben müssen, dass diese Beziehungen konsistent gehalten werden müssen, in jedem Fall. So, gut, das war also Schnelldurchgang, was wir letztes Mal hatten. Und dann hatten wir ja noch gesagt, es gibt auch mehrstellige Assoziationen, zum Beispiel die hier, dass Personen in einer Mannschaft in einem gegebenen Jahr spielen. Da stehen jetzt keine Multiplizitäten dran, das heißt, also nur eine, ein Stern hier, gehört eigentlich hier weiter oben hin. Und dann sagten wir, wie wir das Zeug lesen, das überspringe ich jetzt. Und dann hatten wir noch gesagt, wie genau sind eigentlich Multiplizitäten definiert? In den meisten Fällen ist die Multiplizität bei einer binären Relation ganz einfach zu verstehen. Da steht einfach von A nach B und dann steht da irgendeine Zahl, dann heißt es, von einem A zu einem B darf es noch so und so viele Relationen geben, Beziehungen geben. Ja? Es wird nur schwieriger, wenn es eine mehrstellige Relation ist. Deswegen diese Definition, die ich letztes Mal übersprungen hatte, aber wenn Sie es gelesen haben zu Hause, dann können Sie mir da jetzt folgen. Sie nehmen also eine n-ere Relation. Denken Sie an die Mannschaft. Ja? Oh, wir haben ja das Beispiel. Gehen wir gleich zum Mannschaftsbeispiel, dann ist es leichter. Also, wie interpretiert sich das? Ja? Also wir sagen jetzt, gegeben, also ein beliebiger n-erer, wir wählen jetzt also diese dreistellige Relation Mannschaft, ja, Spieler. Ja? So, wir wählen jetzt ein Ende dieser n-eren Assoziation, nämlich die Mannschaft. Hier halten wir uns jetzt im Gedanken fest, das ist ein Ende. Ja? Da steht eine Klasse, die heißt Mannschaft. Okay? So, wir wählen uns jetzt für die anderen Enden Instanzen. Ja? Zum Beispiel das Jahr 2012 und für Personen, da es mehrere sein dürfen, hier diese Personen. Und dann sagen wir jetzt, wir betrachten jetzt diese Menge dieser dreistelligen Verknüpfungen von Person, Jahr, Mannschaft. Ja? Sie können sich also ein Dreiertupel vorstellen und sagen jetzt, die zu dieser Klasse Mannschaft gehen. Wenn Sie jetzt eine bestimmte Mannschaft wählen, ja, dann darf diese Menge immer nur ein Element enthalten. Ja? Also die Person Klose zum Beispiel darf nicht mit einer zweiten Mannschaft im gleichen Jahr verknüpft sein. Ist jetzt unrealistisch, die Leute wechseln ja dauernd die Mannschaften. Aber so ist diese Assoziation mit ihren Multiplizitäten zu interpretieren. Entschuldigung. Okay, so. Unique und ordered hatten wir schon gesehen. Dann, das hatten wir auch schon durchgesprochen. Jetzt ist noch Folgendes. Als nächstes kommen die sogenannten Assoziationsklassen. Das sind Klassen, die an den Assoziationen selbst kleben. Ja? Man fragt sich manchmal, ob man das braucht, deswegen hier ein Beispiel. Da haben wir also eine folgende Situation. Sie modellieren Ihren Terminkalender in Ihrem Mobiltelefon oder sonst was. Ja? Und da gibt es Klassen, die heißen Termine und Klassen, die gibt Personen. Es soll also möglich sein, dass, und jetzt brauche ich einen Alarmzeitpunkt. Ich will dann etwa, bevor Sie zur Vorlesung gehen, müssen Sie eine halbe Stunde vorher geweckt werden oder so. Ja? Und ich muss 15 Minuten vorher erinnert werden, hierher zu fahren. Ja?
So, also ich tragen wir jetzt einen Alarmzeitpunkt ein. Der Alarmzeitpunkt, den trage ich jetzt beim Termin ein. Das passt aber nicht, denn mein Alarm ist 15 Minuten vorher, Ihre ist vielleicht länger vorher oder auch kürzer, je nachdem, was Sie gerade hatten. Ja? Also den Alarmzeitpunkt beim Termin einzutragen für alle Personen, die an einem Termin teilnehmen, wäre blöd. Da passt es nicht hin. Ja? Na gut, wenn ich die Alarmzeit jetzt hierhin tue bei der Person, ja, das wäre in diesem ersten Fall schon in Ordnung, aber dann gibt es für mich plötzlich, Person Tichy, nur einen Alarmzeitpunkt jeden Tag, einen einzigen, nämlich 15 vor Zeitpunkt der Vorlesung. Ja, ich habe aber noch andere Termine. Also hier passt es auch nicht hin. Das liegt einfach daran, dass viele Personen an einem Termin teilnehmen können und selbst jede einzelne Person viele Termine wahrnehmen muss, unter Umständen. Also was machen wir hier? Logischerweise gehört jetzt der Alarmzeitpunkt nicht zur Person und auch nicht zum Termin, sondern zu der Verknüpfung zwischen den beiden. Ja? Das heißt, wir sagen jetzt Folgendes, es gibt Beziehungen, also eine Assoziation zwischen Terminen und Personen, ist klar. Und dann gibt es noch das Attribut Teilnahme oder die Klasse Teilnahme, sollte ich sagen, und die ist assoziiert mit der Assoziation. Deswegen Assoziationsklasse. Wir hatten ja gerade gesehen, dass das anders nicht geht. Ja? Und das kann man in UML so hinschreiben, genauso wie es da gezeigt wird, nämlich diese gestrichelten Verbindungen für eine Klasse an eine Assoziation dran. Also eine weitere Eigenschaft von Assoziationen, die wir hier gerade lernen. Ja? Der Klassenname sollte gleich der Assoziationsname sein, das ist gut so. Nur, wie mache ich das eigentlich in Java? Die gibt es da nicht. Ja, Assoziationsklassen gibt es in Java nicht. Ich muss die irgendwie simulieren. Und wie man die simuliert, ist, dass man sagt, gut, dann mache ich eine separate Klasse Teilnahme, die hier, und verknüpft die mit Termin und Person. Ja, das hat zur Folge, also dass ich hier also ein Teilnahmetupel habe gewissermaßen, das verknüpft einen bestimmten Termin und eine bestimmte Person, genau das, was wir wollen, und hängt dann natürlich noch den Alarmzeitpunkt dran, den habe ich hier vergessen. Ja? Und die Multiplizitäten kommen natürlich von hierher, nämlich ein Termin kann bei vielen Teilnahmen dabei sein, weil es mehrere Personen gibt, die an einem Termin teilnehmen und gleichzeitig kann eine Person viele Teilnahmen haben, nämlich erst diese Vorlesung, dann die nächste Vorlesung, dann irgendein Seminar und so weiter. Ja? Das wäre also diese Simulierung, die wir in einer normalen objektorientierten Sprache nutzen müssen. Leider haben wir dort keine Assoziationsklassen, aber diese Simulation hat auch einen Nachteil. Da ist auch mehr erlaubt, als hier erlaubt wäre. Nämlich, es wäre auch das hier konsistent mit diesen Vorgaben, mit dieser Spezifikation. Also das hier ist ja Assoziationen, wir spezifizieren da also eine Relation oder eine Beziehung und hier ist eine konkrete Relation, nämlich ein T für einen Termin, ein P für eine Person. Erinnerung, das sind jetzt Objekte, man sieht das daran, dass es unterstrichen ist. Dann gibt es zwei Teilnahmen. Das heißt, ich könnte jetzt gleichzeitig am gleichen Termin teilnehmen. Völlig unsinnig, würde aber diese Modellierung erlauben. Ja. Okay, kleiner Nachteil, aber führt normalerweise zu keinen Problemen wirklich. Ja. So, also, die Assoziationsklasse, die jetzt an der Verknüpfung hängt, die muss ich natürlich auch jetzt besonders behandeln. Denn wenn ich die Verknüpfung ändere oder lösche oder neu einführe, dann muss ich auch die entsprechende Assoziationsklasse erfinden, hinzufügen, kreieren oder auch wieder löschen. Ja? Das heißt, wenn die Verknüpfung gelöscht wird, muss ich auch die Assoziationsklasse entfernen. Ja? Und wenn ein Verknüpfungspartner gelöscht wird, dann ist natürlich auch die Verknüpfung gelöscht und die zugehörige Instanz der Assoziationsklasse. Ja? Also ein Beispiel hier, wenn ich also diese Person P hier löschen würde, dann müsste ich diese Teilnahmen alle finden und sie löschen. Das genauso. Das ist wieder für Java-Programmierer eigentlich ganz bequem. Normalerweise, dass die Klassen natürlich von der Speicherbereinigung automatisch vernichtet werden, freigegeben werden.
wenn sie nicht mehr erreichbar sind. Nur das hilft uns hier nicht. Wenn diese Person weg ist, wäre zum Beispiel diese Teilnahme durchaus noch von diesem Termin zu erreichen. Das wäre natürlich nicht gut. In diesem Fall müssen wir diese Teilnahme tatsächlich finden und eliminieren. Ja, also löschen, direkt löschen, indem man bei den entsprechenden Einträgen in den Objekten die Verknüpfungen löscht. Okay, das ist dann also ein bisschen fummelig, aber man muss dann denken, es ist keine hohe Wissenschaft, aber man muss eben auch daran denken, es zu machen. So, gibt es Fragen dazu? Einer? Es geht noch ein bisschen weiter mit den Assoziationen. Es gibt jetzt zwei Spezialformen der Assoziation, die häufig vorkommen. Insbesondere gibt es diese sogenannte Aggregation. Aggregation ist nichts weiteres als eine ganz normale Assoziation. Die soll aber andeuten, dass es hier um eine besteht aus oder hat Beziehung geht. Ja? Also zum Beispiel würden Sie vielleicht sagen wollen, dass ein Objekt der Klasse PKW 4 Räder hat. Besteht aus 4 Rädern, natürlich noch ein bisschen mehr. Und man zeichnet das einfach nur an mit dieser Raute. Ja? Das heißt also, jedes Rad gehört zu genau einem PKW und jeder PKW hat 4 Räder. Und jetzt noch einen Schritt weiter. Jetzt gibt es noch eine Sonderform der Aggregation. Also wir haben Assoziation, Aggregation ist Sonderform und Sonderform der Aggregation ist jetzt noch die Komposition. Die sieht fast genauso aus und hat diese schwarze Raute. Die ist auch eine Hat-Ein-Beziehung mit dem zusätzlichen Hinweis, dass die Elemente, die hier angeknüpft sind, aus denen das größere Aggregat besteht, keine eigene Daseinsberechtigung haben. Was heißt jetzt das? Das heißt Folgendes. Normalerweise, wenn Sie im Auto ein Rad abmontieren, ist damit nicht das Rad verschwunden. Ja? Das ist nicht zu löschen, sondern Sie könnten das Rad an ein anderes Auto montieren. Oder Sie könnten es bei der Werkstatt abgeben und einen anderen Reifen aufziehen lassen. Oder, wie es uns gerade passiert ist, ein Loch flecken. Ja? Also das Rad bleibt bestehen, selbst wenn es nicht mehr in dieser Beziehung mit dem zugehörigen Fahrzeug ist. Ich müsste dann übrigens auch hier diese 1 durch eine 0 bis 1 ersetzen. Ja? Denn manchmal ist das Rad im Fahrzeug dran, manchmal nicht. Ein Rechnungsposten, ja, das ist ein anderes Beispiel. Eine Rechnung besteht natürlich aus einzelnen Posten. Wenn Sie bei Amazon was bestellen, sagen wir, bestellen wir 3 Bücher, dann steht da dann Harry Potter und was weiß ich. Ja. Ein Exemplar oder 2 und eine CD und DVD und Preis dazu für das Einzelne und Summe. Ja. So eine einzelne Zeile mit Artikel und Nummer und Preis bezeichnen wir Rechnungsposten. Wenn Sie jetzt die Rechnung löschen, nicht mehr brauchen, falsch war oder einfach sie ist erledigt, was passiert dann mit den Rechnungsposten? Das waren ja auch unter Umständen Objekte. Naja, die verschwinden dann ebenfalls. Ja, die haben keine eigenständige Berechtigung. Die Rechnungsposten selbst leben nicht fort, können nicht von der Rechnung entkoppelt werden und dann woanders gebraucht werden. Ja? Deswegen diese Unterscheidung. Die braucht man manchmal. Nur diese Spezialformen der Aggregation und Komposition kommt schon häufig vor, wenn man Objekte der echten Welt beschreiben möchte. Ja, stellen Sie sich vor, das Auto ist auch ein gutes Beispiel. Sie sagen, ja, ein Auto besteht aus einer Karosserie, aus einem Motor, aus einer Gangschaltung, aus Rädern, aus einem Auspuff, aus Türen, Sie wissen selbst, was alles dazugehört. Und wenn Sie jetzt die Einzelteile hernehmen, sagen, der Motor selbst, habe ich auch schon mal erklärt, besteht jetzt wieder aus Zylindern und Kolben und Pleuelstangen und Kurbelwellen und Nockenwellen und Ventilen und Zündkerzen und Benzinpumpe und Einspritzpumpe. Ach Gott, ja, was da alles dran hängt. Ja? Da sagen Sie auch wieder, ja gut, ich habe das Auto, das besteht aus einem Motor und das Motor besteht wieder aus jede Menge von Einzelteilen. Und übrigens die Einspritzpumpe, die am Motor dran hängt, besteht auch wieder aus, was weiß ich, aus einzelnen Kurbelwellen und kleinen Zylindern oder so etwas. Ja? Okay, also diese kaskadierten, förmige
Beziehungen, die besagen, dass etwas aus etwas anderem besteht, kommen sehr häufig vor. Sie kommen, wie gesagt, bei Physikal, also auch hier, Universität besteht aus Gebäuden und die Gebäude bestehen aus Bestuhlung und ein Stuhl besteht aus und so weiter. Das kann beliebig fein werden. Ja? CAD-Systeme brauchen das sehr häufig. Ein CAD-System, da plane ich ja gerade solche Objekte. Selbstverständlich erscheint dann bei solchen Modellierungen immer diese Ist-Ein-Beziehung. Ja, wir werden darüber noch später etwas mehr hören, nämlich wie man sie geschickt implementiert. Da gibt es ein Entwurfsmuster, das heißt Compositum. Das werden wir dann besprechen. Das wird benutzt, um kaskadenartige Teilelisten elegant zu implementieren. Aber das bauen wir jetzt mal auf. Wir müssen erstmal UML verstehen. Okay? Also wir merken uns, Sie merken sich gleich jetzt, Aggregation ist weiß und die Komposition ist schwarz. Bauen Sie sich irgendeine Eselsbrücke. Aggregation war es auch wieder das erste im Alphabet ist. Wenn Ihnen das passt, ist es gut. So, jetzt gibt es noch was. Bei den Assoziationen kann ich noch sogenannte Qualifizierer angeben. Ja? Diese Qualifizierer ist irgendwie ein Attribut, vielleicht auch eine Attributkombination, die mit den assoziierten Exemplare, die in der Beziehung stehen, aufteilen in Teilmengen. Das klingt sehr abstrakt. Dann nehmen wir gleich ein Beispiel. Also wir können haben Personen und Banken und die Banken führen Konten für Personen. Ja? Das heißt, ich könnte jetzt sagen, Bank führt für beliebig viele Personen, vielleicht auch gar keine Konten. Diese Konten, Entschuldigung, haben Nummern und damit könnte ich jetzt aufgrund der Kontonummer, weil die Kontonummer für jede Person maximal einmal vergeben wird, benutzen, um die Kunden der Bank, Personen, eben zu unterteilen und zwar in einzelne. Ja? Mit dieser Qualifizierung und die schreibt man so. Ja? Man sagt also eigentlich, Moment, muss ich schauen, ich schaue es nochmal genau an. Wenn Sie sich Kontonummer wegdenken würden, jetzt mal eine ganz normale Relation haben wollten, dann würden Sie sagen, eine Person, in diesem Falle, und gut, sagen wir, hat mindestens ein Konto bei der Bank oder auch mehrere, das ist erlaubt. Und die eigentliche Partition ist hier, dass eine Bank Konten für keine oder beliebig viele Personen hat. Ja, wenn ich aber die Qualifizierung hinzunehme, sage ich etwas aus mit dieser Multiplizität, wie groß die Partitionierung ist. Und die ist ja natürlich zwischen 0 und 1, entweder gar nichts oder genau eine, weil die Kontonummer wird nur einmal vergeben. Ja, das ist schon mal eine Möglichkeit. Es gibt aber auch Kombinationen von Attributen, zum Beispiel bei einem, denken Sie, Sie haben ein Schachbrett als Klasse definiert, Sie haben ein Quadrat als Klasse definiert, und wollen jetzt ein bestimmtes Quadrat auf dem Schachbrett identifizieren. Wie machen das? Naja, durch Zeile und Spalte. Wir können also über Zeilen und Spaltennummer ein einzelnes Quadrat identifizieren. Und übrigens, hier sehen Sie auch die schwarze Raute, die sagt, das Quadrat ist fest mit dem Schachbrett verbunden und wenn wir das Schachbrett nicht mehr brauchen, ist das Quadrat auch weg. Ja? Jedes Quadrat gehört zu genau einem Schachbrett. Und wenn ich ein Schachbrett nehme und Zeile und Spalte angebe, natürlich im richtigen Bereich, dann bekomme ich genau ein Quadrat. Ja, das ist die Idee daher. Und dahinter, bei den qualifizierten Assoziationen, wenn man also, ja, wie implementiert man das? Das implementiert man mit einer, zum Beispiel mit einer Abbildung, dass Sie hier beim Schach, sagen wir bei der Bank, ein Map haben, das Ihnen sagt, welche Kontonummer zu welcher Person gehört. Also gar nicht schwierig zu implementieren, hört sich nur erstmal komisch an, so abstrakt sieht. Ja, irgendwelche Fragen dazu? Okay, dann hätten wir mit der Feinheit fertig. Das können wir, in der Regel ist so eine Beziehung immer ohne die Assoziation wohlgemerkt, denn bei der Assoziation kommt hierhin die eingeschränkte Partitionierungsgröße. Ist immer eine 1 zu n, nicht Bank zu vielen Personen oder sogar eine M zu n Beziehung. In diesem Falle zum Beispiel
Personen haben, wenn Personen Konten bei mehreren Banken hätten. Na, okay. Genau, jetzt schauen wir uns nochmal das genau an, damit wir es auch wirklich genau richtig verstanden haben. Angenommen, wir modellieren das so, wir haben eine Bankperson, Kontonummern zur Partitionierung. Wir sagen, die Kontonummer partitioniert die Personen, die Konten haben, in Partitionierungsgrößen 1, also eindeutige Identifizierung. Und eine Person kann bei einer Bank eine Bank haben oder mehrere. Also, wenn wir jetzt eine Bank X gegeben haben, dann ist keine oder maximal eine Person der Kontonummer Y zugeordnet. Das ist dadurch gegeben. Ja? Niemand oder maximal eine Person besitzt das Konto mit der Nummer Y bei der Bank. Das gleiche nochmal, nur anders ausgedrückt. Ja? Eine Person muss mindestens eine Kontonummer bei mindestens einer Bank zugeordnet sein. Warum ist das? Naja, wegen dieser Eins hier. Ja? Auch nicht realistisch, aber so ist die Modellierung. Eine Person darf beliebig viele Kontonummern bei einer Bank, wegen dem Stern, eine Kontonummer bei beliebig vielen Banken oder beliebig viele Kontonummern bei beliebig vielen Banken haben. Ja? Die Person ist nicht eingeschränkt. Aber eine muss sie haben, eine Bank, ein Konto bei einer Bank. Okay, hier kommt die Alternative, das können Sie sich dann selbst durchschauen. Hier ist auch noch eine kleine Übung dazu. Jetzt kommt noch etwas, letzter Punkt hier, naja, wir haben halt auch noch die Vererbung zu behandeln. Das nächste sind also die sogenannten Klassenattribute und Methoden. Das ist einfach das gleiche wie in Java Static. Ja? Statische Methoden, statische Attribute sind solche, die zur Klasse selbst gehören, aber nicht dem einzelnen Objekt. Das heißt, sie werden nicht bei der Objekterzeugung repliziert. Es gibt nur eine einzige Instanz dieser Variablen, das nennt man sie Klassenattribute und Methoden. Wie werden die angezeigt? Die werden so angezeigt, zum Beispiel kennen Sie das ja von der Mathe-Klasse von Java, da gibt es Konstanten zum Beispiel, E und Pi, das sind hier Klassenattribute. Wenn Sie jetzt eine Instanz von Math bilden würden, würden Sie zwar das E und das Pi bekommen, aber Sie würden da immer auf das eine einzige Variable zugreifen, nämlich das hier, oder Konstante zugreifen, die in der Klasse selbst liegt. Ja, und dann gibt es noch die Klassenmethoden, zum Beispiel Squared und Cosinus und Sinus sind alles Klassenmethoden oder in Java würde man sagen statische Methoden. Und sie sind natürlich in den Instanzen selbst zur Verfügung, aber sie werden nicht erneut angelegt. Okay? Und dann gibt es natürlich Beschränkungen über die Parameter dieser Methoden, aber da können Sie dann Java nachschauen, was da erlaubt ist. Das ist uns hier nicht so wesentlich. Ja, also Unterstreichung benutzen wir jetzt zu zwei Zwecken. Zum einen, um Objekte von Klassen zu unterscheiden und statische oder Klassenmethoden und Attribute von Instanzmethoden und Attributen zu unterscheiden. Okay, können wir uns auch kurz merken. Okay, das hatte ich schon gesagt. So. Das war also jetzt das. Und jetzt kommt das Kapitel Vererbung. Dann mache ich jetzt noch kurz einen Stopp, falls es dazu noch Fragen gibt. Gut, Vererbung. Englisch natürlich Inheritance. Hier ist ein Beispiel, so etwas, was Sie wahrscheinlich kennen. Wir haben hier ein Laufwerk, ein Bandlaufwerk. Das hat drei Funktionen, nämlich Play, Record, Magnetkopf kalibrieren, das hätte ich dann auch auf Englisch machen können. Dann besteht hier eine sogenannte Ist-Ein- oder Unterklassenbeziehung, die schreibt man in UML mit diesem großen offenen Dreieck. Da gibt es einen Videorekorder, einen DAT-Rekorder und einen Kassettendeck. Das ist alles total veraltet, aber egal. So, das hier nennt man Unterklasse, das andere hier oben die Oberklasse. Auch Basisklasse, Superklasse oder Generalisierung dieser Unterklassen. Unterklasse natürlich auch Sub ist das gleiche wie Unter oder auch Spezialisierung. Wort Spezialisierung und Generalisierung werden wir noch ein paar Mal gebrauchen heute. Intuitiv haben Sie in der Java-Programmiervorlesung gelernt, naja gut, also was immer hier oben vorkommt,
das wird an die Unterklassen hier vererbt. Und wenn ich jetzt ein DAT-Recorder-Objekt erzeuge, egal was es ist, weiß ich, dass ich Play, Record und Magnetkopf kalibrieren aufrufen kann daran. Das ist sehr praktisch, weil es diese sogenannte Polymorphie gibt. Ich kann Objekte haben, die die gleichen Signaturen haben, die sie in diesem Falle vom Bandlaufwerk ererbt haben. Und Hauptprogramm gewissermaßen weiß, wie sie damit zu tun hat, egal wo dieses Objekt herkommt. Solange es, wenn sie ein viertes erfinden würden, sagen würden, ja, Bandlaufwerk ist jetzt blöd, aber mein MP3-Spieler ist eigentlich genauso, dann führen sie halt eine Klasse MP3-Spieler ein. Ich habe aber ein Hauptprogramm geschrieben, das sagt, was immer das Bandlaufwerk ist, das du mir gibst, wenn du auf Play drückst, rufe ich auf Play. Ja? So, und dann geben sie mir ein neues Objekt, nämlich ihren MP3-Spieler. Sage ich, naja, es ist eine Unterklasse von Bandlaufwerk, daher muss es Play haben. Also rufe ich Play auf. Und in der Tat, das würde dann funktionieren. Ja? Das ist ja eine der großen Erfindungen der Objektorientierung. Nämlich, dass ich diese Unterklassen haben kann, die gleichen Signaturen haben. Sie entweder erben oder erneut schreiben, aber die gleichen Signaturen haben, genau gleich heißen. Ich kann ein neues Objekt unterschieben und Sie wissen sofort, wie es zu bedienen ist. Bedienen in dem Falle zu programmieren ist, nämlich genauso wie die anderen auch. Wenn Sie Klassen nicht hätten, dann ging das überhaupt nicht. Ja, wenn Sie zum Beispiel in nacktem C programmieren würden, nicht in C++, sondern nur in C, dann müssten Sie sagen, da gibt es ein Bandlaufwerk Play und es gibt einen Videorekorder, das nennen Sie ein VR Play und dann gibt es einen DAT-Recorder, das nennen Sie DR Play, wenn das Tippen zu blöd ist und so weiter. Ja. Und dann sagen Sie, ich habe jetzt einen MP3-Spieler, bau den in dein Programm ein, dann muss der Programmierer sofort wissen, okay, wie heißen jetzt die Funktionen, mit denen ich den MP3-Spieler aufrufe und das hat eine neue, das heißt anders, nämlich MP3-Play. Ja? Das wäre umständlich und ist in der Tat, da gibt es Namenskonventionen, dann, die eingehalten werden müssen und so weiter. Mit dieser Objektorientierung ist es unglaublich elegant, sowas zu machen. Varianten von Programmen, von Software, von Klassen, von Objekten anzugeben und sie genauso zu benutzen wie alle anderen. Ja. So, jetzt müssen wir erklären, was Vererbung ist. Ich sagte Ihnen schon, ich mache keine programmiersprachenorientierte Definitionen, weil wir nicht mehr mit einer expliziten und fest definierten Programmiersprache arbeiten, sondern Sie werden später mit Java und C++ und C# und was weiß ich arbeiten. Ja. Daher brauchen wir Definitionen von Vererbung, die Programmiersprachen unabhängig sind. So, und hier ist sie. Es seien also A- und B-Klassen. Ja? Und Sie wissen ja, wir sagten, A und B als Klassen geben mir Mengen vor, die Objekte, die zu diesen Mengen, die zu diesen Klassen gehören. Das seien also die Mengen Omega A und Omega B. Und ich sage jetzt einfach, dass B eine Unterklasse von A ist, wenn die Objektmenge von B eine Teilmenge der Objektmenge von A ist. Ist eigentlich logisch. Ja? Ich habe eine Klasse beschreibt eine große Menge, eine Unterklasse beschreibt eine Teilmenge davon. Was könnte da schwierig sein? Nein, ist auch gar nicht so schwierig. Behalten Sie einfach mal diese Unterklassen- und Untermengenbeziehungen im Kopf. Das ist alles zunächst mal, was ich von der Vererbung haben will. Ja? Sie sehen aber auch, dass das Wort jetzt nicht mehr passt. Ja? Aber das hat eher historische Gründe. Ja? Es kann natürlich sein, dass A mehrere Unterklassen hat, das hatten wir vorhin gesehen, ja. Hier ist Oberklasse, hier sind drei Unterklassen, das ist eine große Menge von Laufwerken, das ist eine kleinere, das ist eine kleinere und das ist eine kleinere und in der Regel möchte man natürlich, dass diese Unterklassen disjunkt sind, dass es nicht einen Rekorder gibt, der irgendwie sowohl die Eigenschaften vom Videorekorder als auch vom DAT-Rekorder hat, entweder das eine oder das andere, ja. Das möchte man in der Regel haben, dass diese Untermengen disjunkt sind. Allerdings klappt das nicht immer. Und gibt es auch Beispiele aus der biologischen Klassifizierung hier, den Platypus. Sie wissen, im Tierreich kann ich an irgendeiner Stelle in der ganzen Hierarchie von Klassen, ja, die Biologie klassifiziert, und das ist eine tiefe Vererbungshierarchie, könnte man sagen. Da gibt es irgendwann mal Säugetiere. Und dann gibt es, weiß gar nicht, wie die andere Klasse heißt. Heißt es Vögel oder heißt es eierlegende Tiere? Ich weiß es nicht. Aber das wären zwei Unterklassen.
die sind, möchte man meinen, disjunkt. Aber es gibt eine Ausnahme, zumindest eine, das ist das Schnabeltier. Das ist nämlich sowohl ein Säugetier, aber es legt auch Eier. Ganz seltsam, aber selten. Und was ist das? Mehrfachvererbung. Das ist die Mehrfachvererbung. Wenn diese Unterklassen nicht mehr disjunkt sind, wenn sie so eine Klasse bilden, dann ist es die sogenannte Mehrfachvererbung. Mehrfachvererbung wollen wir eigentlich selten haben. Aber ich habe noch mehr dazu zu sagen, weil es alles durcheinander bringt, jedenfalls in den objektorientierten Programmiersprachen. Okay, soweit, so gut. Dann werden Sie sagen, aber irgendwas stimmt hier nicht, was der Tichy sagt. Also hier haben wir sowas. Blöde Klassenname, verzeihen Sie es mir. Eine Klasse mit nur einem einzigen Integer. Eine zweite Klasse, 2int, die erweitert erste Klasse, indem sie ein zweites Variable hinzufügt, y. Ja? So, da könnten Sie jetzt sagen, die Menge der Objekte, die 2int beschreibt, ist doch deutlich größer als die Menge, die 1int beschreibt. 1int, wenn das ein Integer ist mit 32-Bit-Zahlen, da kann ich maximal 2 hoch 32 verschiedene Ausprägungen haben. Mehr gibt es nicht, dann habe ich wieder Duplikate. 2 hoch 32 ist ziemlich viel, aber endlich. Ja? Und hier habe ich doch 2. Ich ererbe diese Eigenschaft, die gibt es hier auch noch und kommt dann y hinzu. Das sind also 2 hoch 64 verschiedene Möglichkeiten. Es ist unmöglich, dass das hier eine Unterklasse von dem hier ist. Wie löse ich diesen Widerspruch auf? Ja, bitte. Genau, und genau so ist es. Ja? Genau so ist es, wie Ihr Kollege das sagte. Diese Klasse hier sagt lediglich, ich beschreibe Elemente, die mindestens eine Ganzzahl mit dem Namen x enthält. Das muss drin sein. Und dann kann noch alles Mögliche dazu sein. Die stehen hier nicht da, aber ich könnte sie mir vorstellen. Zum Beispiel könnte ich jetzt eine weitere Klasse, die sagt int und float, und da tue ich einen y rein, das ist aber eine Gleitkommazahl. Ja, das wäre ja auch eine Unterklasse, die ist aber abstrakt gesprochen von dieser Oberklasse mit enthalten. Denn diese Oberklasse beschreibt nichts weiter als die Menge aller Klassen, die genau einen int mit dem Namen x enthält. Ja, das steht hier genauso, wie Sie sagten. Tatsächlich ist also diese Menge Omega von 2int eine Teilmenge, und zwar eine echte Teilmenge von 1int. Sie können sich, wie Ihr Kollege sagte, dann auch andere Unterklassen hinzudenken, die 3 Strings und 25 Floats und ein Feld und irgendwas anderes enthalten. Ja? Also, diese Obermengenbeziehung ist richtig, aber man muss sich erinnern, was das bedeutet. Ja? Was das hier bedeutet, alle Objekte, die mindestens ein int x enthalten. Und die anderen Objekte stehen nur noch nicht da. Die anderen Unterklassen, die es da gibt, stehen nur noch nicht da, aber sie könnten in Zukunft einige davon hinzukommen. So. Aber das ist nicht nur die einzige Möglichkeit, das zu betrachten. Jetzt verwirre ich noch ein bisschen mehr. Wir haben jetzt einen Punkt, der hat 2 Koordinaten, x und y, Gleitkommazahlen. Und sagen, ach, das ist ja praktisch, wenn ich für eine Linie, da brauche ich doch 2 davon, dann mache ich einfach Linie, eine Unterklasse von Punkt und nehmen ein x2 und y2 hinzu und schon habe ich die Daten für eine Linie. Entsprechend unserer vorigen Diskussion ist das in Ordnung. Ja, wenn das Float hier 64 Bit hat, habe ich hier 2 hoch 128 Möglichkeiten und hier habe ich 2 hoch 256 Möglichkeiten, aber das ist irrelevant. Das hier beschreibt alle Objekte, die mindestens 2 Floats mit dem Namen x und y enthalten. Und das hier beschreibt alle Objekte, die... Und diese Menge schließt natürlich diese hier ein. Ja? Und, ist das okay so? Ja? Mhm. Genau, also... Die Ist-Einbeziehung ist hier nicht gegeben. Eine Linie ist kein Punkt. Eine Linie ist nicht ein Spezialfall eines Punktes. Ja? Sie erinnern sich unsere Definition,
was eine Klasse ist, ganz am Montag. Da sagten wir, eine Kategorie, also eine Teilmenge, die zunächst eigentlich beliebig ist. Ja? Ich hatte jetzt in dem vorigen Beispiel eben die Kategorie aufgestellt, nur aufgrund der Variablen, die hier drin steht. In unserer Modellierung müssen wir aber noch ein bisschen mehr berücksichtigen, nämlich ob die Linie tatsächlich die gleichen Eigenschaften wie ein Punkt hat. Eine Spezialisierung ist aufgrund des Verhaltens, nicht nur aufgrund der Attribute, die es enthält. Ja? Deswegen ist das hier eine Linie ist kein Sonderfall eines Punktes. Diese Modellierung ist also faul und ich bin auch kein Sonderfall eines, was weiß ich, eines Baumes, ja, nur weil der vielleicht auch ein paar Arme hat. Das passt einfach nicht. Ja? So, in der Praxis sieht es ein bisschen anders aus. Also wir wissen jetzt, um was es geht. Wir müssen also eine Ist-Einbeziehung finden, die uns erlaubt zu sagen, dass jedes Unterklassenelement auch Teil der Oberklasse ist. Und das können wir nicht nur aufgrund der Attribute machen, sondern auch aus dem Verhalten, was wir von dem Objekt erwarten, an Methoden später. Das sehen wir gleich noch genauer. Genau. So, in der Regel ist es so, wenn Sie objektorientiert modellieren, ein UML-Diagramm also aufstellen müssen, dann haben Sie meistens irgendwelche Objekte herumfliegen, irgendwelche Klassen identifiziert und sagen, okay, der hat das drin, der hat das drin, der hat ein Integer drin, der hat das drin, oder eine Methode, und dann stellen Sie fest, dass es Klassen gibt, die Gemeinsamkeiten haben. Ja, und zum Beispiel, wenn Sie jetzt bedenken, Sie hätten einen Kassettenrekorder, einen MP3-Rekorder, dann haben die gemeinsame Funktionen, nämlich abspielen. Aber der Kassettenrekorder hat noch eine Funktion, nämlich zurückspulen. Die gibt es bei MP3 nicht so. Ja, da kann ich springen vielleicht, aber zurückspulen und warten, bis er fertig gespult hat, gibt es nicht. Aber es gibt eine gemeinsame Untermenge dieser Gemeinsamkeiten und die kann ich zusammenfassend in Oberklasse ziehen. Ja? Das haben wir gerade bei einem Bandlaufwerk vorhin gemacht. Wenn ich das so mache, dann habe ich einen weiteren Vorteil durch die Vererbung, da die Unterklassenelemente alles von den Oberklassen bekommen, vermeide ich Redundanzen. Ich muss das Gleiche nicht mehrmals hinschreiben. Ja? Zum Beispiel die gleichen Attribute, ich muss sie nur einmal hinschreiben. Und es gibt ein gut theoretisch fundiertes Typkonzept dafür. Das werden wir gleich machen. So, das wäre also jetzt die eine Sichtweise, das ist also Untermengenbeziehung und Ist-Ein-Relation. Jetzt gibt es aber noch ein weiteres Prinzip, das ich für die Vererbung brauche, das ist das sogenannte Liskovsche Substitutionsprinzip. Das ist das Substitutionsprinzip folgendes. Angenommen, ich habe eine Unterklasse U, jetzt nenne ich sie U, damit es sich leichter merken lässt, und das ist eine Unterklasse einer Klasse K, irgendeine Klasse K mit Unterklasse U, ja? Ich sage jetzt, das Liskovsche Substitutionsprinzip verlangt, dass ich, wo immer ein Element der Klasse K vorkommt und benutzt wird, sagen wir in einem Hauptprogramm, ich stattdessen ein Objekt der Klasse U, nämlich der Unterklasse, einsetzen kann und das Programm würde weiterhin korrekt funktionieren. Ja? Also, ich habe ein Programm, das mit Personen arbeitet und da kann ich, was weiß ich, das Alter abfragen und ich kann die Person einstellen und kann sie umziehen lassen und sie hat eine Wohnung und so weiter. Das ist alles, was von der Person gehört. Und dann gibt es eine Unterklasse, die heißt Student, die zum Beispiel. Und für einen Studenten haben wir vielleicht noch zusätzliche Attribute, sagt der studiert Informatik. Ja. So, und jetzt müsste es möglich sein, dass ich ein Exemplar des modellierten Studenten in eine Variable, die sagt Person, ich bin vom Typ Person, zuweisen kann. Das darf ich. In Java zum Beispiel ist das explizit erlaubt, dass ich Unterklasse zuweisen kann. Und dann so weiter tun, als würde ich mit einer Person arbeiten. Also zum Beispiel das Alter bestimmen. Ja? Das ist das, was das Substitutionsprinzip sagt. Das heißt also, Sie haben eine Variable einer Klasse K und Sie haben eine zusätzliche Variable, die ist ein Objekt der Unterklasse von der Klasse K. Die speichern Sie in diese Variable ab und arbeiten mit dieser weiter. Und das Programm, das die Personenmethoden aufrufte, Attribute abfragte und so fort, funktioniert weiterhin wie gehabt. Ja? Das ist das
können substituieren, ersetzen. Okay? Das heißt also, alle Eigenschaften der Oberklasse, das sind also Attribute, Assoziationen, Zusicherungen, Zustände, Methoden, müssen in der Unterklasse vorhanden sein. Wenn ich also zum Beispiel beim Studenten das Geburtsdatum nicht halten würde, nicht vorsehen würde, was Java gar nicht erlauben würde, dann könnte ich natürlich in der Oberklasse nichts so tun, als hätte ich eine vollständige Person, weil mir das fehlt. Die Unterklasse hat die gleichen oder schwächere Vorbedingungen. Das müssen wir uns noch genauer anschauen. Das müssen wir uns merken, da kommt ein Beispiel. Die Unterklasse bietet die gleichen oder stärkeren Nachbedingungen. Also die Vorbedingungen sind die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, wenn Sie zum Beispiel eine Methode aufrufen. Ja, zum Beispiel für die Quadratwurzelfunktion ist eine Vorbedingung, dass die Eingabeparameter größer 0 ist, größer gleich 0 ist. Denn sonst kann die nicht. Ja? Das ist eine Vorbedingung. Die Nachbedingung ist, dass Sie die Wurzel zurückbekommen. Und Sie können natürlich eine Unterklasse nur dann benutzen, wenn sie nicht plötzlich verlangt, aber das x muss größer als 20 sein. Ja? Es darf keine stärkere Vorbedingung haben, sondern höchstens eine schwächere. Eine Unterklasse könnte sagen, ist mir gleich, wenn du mir auch eine negative Zahl gibst, ich kann damit auch umgehen. Ja? Eine schwächere Vorbedingung ist okay. Ja? So, gut. Also Substitutionsprinzip, schauen wir an, wo uns das hinführt. Vererbte Eigenschaften müssen dann also in der Unterklasse zur Verfügung stehen, wie sie in der Oberklasse definiert sind. Modulo dieser Kleinigkeit, die sagt, aber die Vorbedingungen könnten etwas schwächer sein, die Nachbedingungen stärker. Die Unterklasse darf noch zusätzliche Eigenschaften besitzen, die sie spezieller macht, das ist klar. Zusätzliche Attribute, neue Methoden, die es in der Oberklasse nicht gibt. Die Unterklasse kann keine Eigenschaften der Oberklasse weglassen, hatte ich auch schon erwähnt. In Programmiersprachen, Entwickler wissen das natürlich und erlauben das erst gar nicht. Sie können in Java nicht sagen, okay, ich erweitere eine Klasse, aber ich lösche jetzt eines der Attribute der Oberklasse. Das geht gar nicht. Ja? Dann hätten wir aber auch keine Vererbungsbeziehung. Ja? Und das Substitutionsprinzip wäre auch nicht erfüllt. Und jetzt kommt diese Polymorphie. Wir haben also jetzt auch, die Vererbungsprinzip ist natürlich transitiv. Nehmen wir an, wir haben diese drei Klassen. Hund ist die allgemeine Oberklasse, speziell die Klasse ist der Wolf und der Polarwolf ist eine Unterklasse von diesem Wolf. Hier stehen auch noch die lateinischen Namen. Und wir haben festgelegt, dass ein Hund heulen kann. Das heißt natürlich, der Wolf, der erbt oder Unterklasse ist, muss die gleichen Eigenschaften haben, die seine Oberklasse auch hat. Das heißt, er muss auch heulen können. Ja? Und das Gleiche gilt für den Polarwolf. Ich kann also dem Polarwolf die Nachricht heulen schicken. Nachdem hier keine neue definiert ist, würde natürlich diese Funktion aufgerufen. Wenn der Polarwolf etwas anders heulen würde, dann würde ich hier die Heulenfunktion Methode neu definieren. Ja, vielleicht hat er eine andere Tonhöhe. Jetzt müssen wir unterscheiden zwischen Signaturvererbung und Implementierungsvererbung. Signaturvererbung hat, Sie haben eine Methode und die Oberklasse definiert die Signatur der Methode, das heißt die Parameterliste und die Rückgabeparameter und den Namen der Methode. Und die Unterklassen bekommen diese Signaturen vererbt und diese müssen sie dann aber implementieren. Ja? Die Implementierungsvererbung sagt, ich vererbe nicht nur die Signatur, sondern auch gleich die komplette Implementierung mit, auf die Unterklasse. Ja? Also die Implementierungsvererbung können Sie natürlich nicht ohne Signaturvererbung haben, die gehören dann zusammen. Eigentlich reicht in objektorientierter Programmierung, Analyse und so weiter die Signaturvererbung fast immer. Die Implementierungsvererbung ist aber ziemlich praktisch, weil es Redundanz vermeidet. So, Java und C-Sharp und auch C++ bieten beides. Und was hat das mit dem Override zu tun? Mit dem Überschreiben. Ja? Überschreiben, sagt man ganz allgemein für objektorientierte Sprechweise, heißt, eine geerbte Methode wird unter Beibehaltung der Signatur neu implementiert.
Also Polarwolf bekommt auch ein Heulen, hat die gleiche Signatur, heißt genau gleich, kein Parameter. Und da steht jetzt der Code, das ist die Implementierung. Das nennt man Überschreiben, Englisch Override. Das wissen Sie schon. Das ist im Gegensatz zum Überladen. Das Überladen heißt, dass Sie eine neue Methode mit gleichen Namen einführen, aber eine andere Signatur. Das heißt, mit mehr Parametern oder anderen Parametertypen. Ja? Wir hatten dazu auch schon ein Java-Rätsel, wenn Sie sich erinnern, wo es nicht klar war, aufgrund der Mehrfachdefinition der gleichen Methode, welche gewählt wurde. Eine war mit int, andere mit float und die andere mit float und int und dann hatten wir verwirrende Parameter übergeben. Ja? Das Überladen hat nichts mit Vererbung zu tun. Ja? Bei der Vererbung ändert sich die Signatur nicht, beim Überladen ändert sie sich. So, hier ist ein Beispiel. Sagen wir mal, wir haben eine Oberklasse geometrische Figur und da gibt es Unterklassen Kreis, Oval und Rechteck. Das reicht uns erstmal. Beim Kreis haben wir einen Radius, beim Oval haben wir zwei Radii, beim Rechteck haben wir eine Länge und eine Breite. Oh, das reicht uns nicht. Die geometrische Figur braucht doch noch eine Position. Da geben wir einfach einen Punkt an, den müssen wir natürlich dann sagen, dieser Punkt in der Mitte ist oder am Rand oder sonst was. Ja? Und wir brauchen Funktionen für Zeichnen und Löschen. Ja? Da ist klar, dass ich beim Kreis eine andere Zeichenfunktion brauche, wie für das Oval, eine andere für das Rechteck. Das Einzige, was mir einfallen würde, dass mir vielleicht einfällt, wenn ich eine Funktion habe, die ein Oval zeichnet, dass ich die gleiche Funktion vielleicht für den Kreis benutzen könnte, wenn die beiden Punkte übereinander liegen. Ja? Aber in der Regel kann ich mit der Funktion, die ein Oval zeichnet, kein Rechteck zeichnen und umgekehrt. Ja? Das heißt also, die Spezialisierungen müssen alle ihre Zeichnefunktionen neu implementieren. Das heißt, die hier, wenn es eine gibt, überschreiben. Ja? Da muss man sich fragen, kann es denn überhaupt eine Implementierung hier oben geben? Eine Implementierung für Zeichnen? Und die Antwort ist eigentlich nicht. Ja? Also geometrische Figur mit universal Zeichenfunktionen. Nicht, da fällt irgendeinem an, der will jetzt aber jetzt ein Septagon haben und an das haben sie nicht gedacht, ans Oktagon hatten sie, aber ein Septagon nicht. Geht einfach nicht. Ja? Können sie nicht alles voraussehen. Also müsste das hier oben sowieso abstrakt sein. Ja? Das kennen sie natürlich auch als Java. Müsste die Zeichenfunktion abstrakt sein. Das heißt, abstrakt heißt, hier ist nur die Signatur angegeben, die wird vererbt, aber es gibt noch keine Implementierung. Gibt es also auch in UML. Ja? Signaturdefinition ohne Angabe in Implementierung nennt man eine abstrakte Methode. Sie können, Moment, Entschuldigung, das war die falsche Richtung, da vererben Sie also, achso, ja, von den abstrakten Klassen, die abstrakte Methoden enthalten, wenn Sie nur abstrakte Methoden enthalten, heißen Sie auch abstrakte, voll abstrakte Klassen, gibt es keine Instanzen, keine Exemplare. Warum nicht? Sie bitte. Genau, dann weiß das System nicht, was es tun soll. Wenn da also eine nicht implementierte Methode da ist und Sie haben eine Instanz erzeugt, na gut, und jetzt rufe ich das Ding auf und dann haben Sie sofort einen Fehler. Ja? Gibt es nicht. Ganz klar. Man könnte also sagen, die abstrakte Klassen vererben die Verpflichtung, eine Methode zu implementieren. Die muss dann irgendwann mal implementiert werden. Und übrigens schreibt man sie dann auch rein. Ja, wenn man, also hier zum Beispiel ist die abstrakte Methode kursiv als kursiv gekennzeichnet und dann muss ich sie, wenn ich sie hier implementieren muss, auch reinschreiben. Wenn ich sie hier noch nicht implementieren will, aber noch zwei Unterklassen habe, na, unwahrscheinlich für einen Kreis, aber wenn das so wäre, dann würde ich sie erst in der Unterklasse, in der sie implementiert werden soll, hinschreiben in UML, in dieser Notation. Soweit so gut. Sie können die geometrische Struktur, Moment, Sie sehen hier, das hier ist kaum zu sehen, aber wenn Sie genau hinschauen, ist es kursiv. Das heißt, das ist eine abstrakte Klasse und das hier ist die abstrakte Methode, die ist auch kursiv gezeichnet. Für Klausuren, wir können sehr schwer unterscheiden, ob Sie gerade kursiv schreiben oder nicht kursiv schreiben. Ja? Ist die
empfohlene Schreibweise für abstrakte Methoden, indem sie das Wort abstrakt in diesen zwei spitzen Klammern davor setzen. Und das Gleiche für die Klasse. Ja? Also bitte so schreiben. Nicht nur noch kursiver, weil das mit den Winkeln ist schwierig für uns, jedenfalls als Korrektoren. Genau, so, das sind also die abstrakten Methoden, abstrakte Klassen. Haben wir in Java natürlich auch. Die Leute wussten schon Bescheid über Objektorientierung, die Java definiert haben. Schnittstellen gibt es auch. Auch in UML. Die Schnittstelle kennen Sie. Also hier zum Beispiel haben wir einen SMTP-Server, der enthält eigentlich nur Methoden, Signaturen. Und dann gibt es eine, zum Beispiel Open für einen Wirtsrechner Host und Send Message von einem zu jemanden und die Verbindung wieder zu schließen. Da gibt es einen E-Mail-Klienten, der benutzt natürlich den SMTP-Server, um die Daten, die E-Post zu bekommen. Und ja gut, das sagt man nur, was zu implementieren sei. Und die gibt es natürlich eine Unterklasse, die heißt meinetwegen MySMTP oder sowas. Die wird jetzt angezeichnet mit diesem gestrichelten Vererbungspfeil. Ja, und das soll einfach andeuten, dass das hier eine Schnittstelle ist. Die Schnittstelle gehört wieder hier oben drüber geschrieben. Das ist halt die UML-Notation. Ähnlich ist natürlich die Information auch in Java vorhanden, aber hier muss ich sie eben so schreiben. Da muss ich hier nichts kursiv machen oder abstrakt schreiben. Das können Sie so lassen, wie es ist. Keine extra Arbeit. Wenn hier schon Interface steht, ist das alles abstrakt. Ja? Und die Vererbungs mit Pfeil muss dann halt gestrichelt gezeichnet werden, um zu zeigen, dass hier eine Schnittstelle implementiert wird. Kennen wir aber auch schon. Ja? Na gut, also dann, wenn das abstrakte Methoden sind, dann werden wohl die Schnittstellen auch die Verpflichtung übertragen, sie zu implementieren. Und wie Sie aus Java wissen, wenn Sie eine Methode vergessen zu implementieren, aus einer Schnittstelle, die Sie implementieren hätten sollen, dann modzt der Compiler. Die Idee ist natürlich, dass Sie mit der Schnittstelle angeben, wie ein Objekt verwendet ist und nicht, wie das dargestellt wird. Das kennen Sie zum Beispiel aus der Fernsteuerung wieder mal. Das ist, Sie bekommen einen schwarzen Kasten, naja, der hier ist weiß. Und da sehen Sie aber Knöpfe, die sagen Play, Stop, Fast Forward, Rewind und Skip. Und dann wissen Sie schon, aha, da kann ich wohl etwas abspielen. Ja? Sie kennen die Schnittstelle, müssen aber nicht wissen, wie das jetzt übertragen wird, welche Signale dieses Ding hier per Infrarot oder per Bluetooth oder irgendwas anderes aussendet. Ja? Das ist dann Sache der Implementierung, die ist hier drin versteckt. Vererbung bei Schnittstellen. Bei Schnittstellen gibt es keine Vererbung. Wenn eine Schnittstelle B eine Schnittstelle A erweitert, dann heißt es Extend, dann ist die Menge der abstrakten Methoden von A ein Teilmenge von B oder kürzer A kleiner B. Ja? Wenn eine Klasse X eine Schnittstelle A implementiert, ja, dann ist die Menge der abstrakten Methoden von A eine Teilmenge der Methodendefinition von X, ist klar, wobei X zusätzlich jeweils eine Implementierung angeben darf. Ja? Es handelt sich dabei also nur um Mengeninklusion und da kann ich jetzt Mehrfachvererbung zulassen. Das ist auch in Java zum Beispiel schon erlaubt, dass Sie sagen, ich implementiere eine Schnittstelle A und eine Schnittstelle B und eine Schnittstelle C, alles in einer Klasse. Das ist Mehrfachvererbung. Sie haben natürlich vererbt bekommen die Signaturen. Sie müssen nur so sein, dass sie sich nicht überlappen. Es dürfen nicht die gleichen vorkommen mit den gleichen Signaturen, gleiche Namen und gleiche Signaturen, dann haben Sie ein Problem. Ja? Aber Sie können nicht sagen, ich habe eine Klasse Platypus, zum Beispiel, eine neue Klasse Platypus, Sie erinnern sich, die vererbt von Säugetieren und von Vögeln. Das geht in Klasse für Klassen nicht. Ja? Haben Sie eine Ahnung, warum? Warum man das verboten hat? Bei Schnittstellen lässt man es zu, bei Klassen nicht. Ich suche immer Leute, die noch nicht, ich glaube, Sie haben noch nichts gesagt, ja? Gut. Es kann zu doppelter Implementierung kommen. Ja, und? Richtig, ja genau, also es könnte sein, dass Sie jetzt zwei Variablen haben, die sowohl bei, was weiß ich, Gewicht, ja, kommt sowohl beim Säugetier vor, wurde im Säugetier irgendwoher vererbt und dem anderen
dem Vogel vererbt und jetzt bekomme ich beide. Muss ich die jetzt replizieren? Brauche ich jetzt zwei Kopien davon oder eine? Ja? Bei den Methoden das Gleiche. Wir müssten disjunkt sein. Und wenn ich also mehrere Variablen vererbt gekriegt habe, die den gleichen Namen und gleichen Typ haben und ich habe eine Methode, die sie benutzt, muss ich jetzt die linke oder die rechte nehmen? Ja? Diese Unklarheit, wie die Bindung der vielfachen gleich benannten Variablen zu den Methoden ist, ist ein zusätzliches Problem. Und dem geht man einfach aus dem Weg, indem man sagt, das erlauben wir erst gar nicht. Es gab Versuche, das zu lösen, aber das ist umständlicher, als sich vorstellen können. Das hat man daher weggelassen. Es gibt deswegen wegen dieser Problematik keine Mehrfachvererbung für Klassen. Bei Schnittstellen ist es ganz einfach. Da ist nichts implementiert. Ich bekomme nur Methoden. Da muss ich nur darauf achten, dass es keine Überlappung der Methodennamen gibt, sodass ich sie aufgrund der Signatur nicht unterscheiden kann. Alles andere ist dann erlaubt. Okay, und das ist wesentlich einfacher zu handhaben. Okay, was haben wir jetzt? Jetzt kommt ein schwieriges Problem. Da würde ich wieder empfehlen, dass auch die Leute, die meinen, sie sind Überflieger und was anders machen, ihre Laptops zumachen. Dankeschön. Jetzt geht es nämlich Signaturvererbung. Ich sagte, Signatur wird vererbt, aber das Substitutionsprinzip sagt gar nicht, dass die Signatur gleich bleiben muss. Wir haben noch zwei Leute, auf die müssen wir noch warten. Wir warten auf Sie. Bitte Ihr Laptop schließen. Es nervt, oder? Oh Gott. Wir können nämlich bei den Signaturen, könnten wir eine kleine Änderung zulassen. Und zwar eine Änderung, die sich auf die Typen der Parameter bezieht. Und da unterstreicht man unterschiedliche Konzepte. Also das erste Konzept ist Invarianz. Da sagt man, wenn ich Signaturen vererbe und unten, weiter unten die Signatur ein bisschen verändern dürfe, Invarianz sagt keine Modifikation, exakt gleich. Ja? SquareRoot nimmt immer ein Doppel und gibt immer ein Doppel und darf nie Float und so weiter sein. Ja? Okay? Varianz sagt einfach nur, die Typen dürfen sich ändern. Kovarianz sagt, wenn ich eine Oberklasse habe, eine Unterklasse, dann nenne ich ja die Unterklasse die Spezialisierung, dann darf ich in der Unterklasse die Parametertypen auch spezialisieren. Das heißt, ich darf Unterklassen der Parameterklassen benutzen. Das nenne ich Kovarianz, das ist Kovarianz, weil es in der gleichen Richtung variiert wie die Vererbung der Klasse selbst. Ja? Und die Kontravarianz ist gerade das Gegenteil. Ja? Das heißt, nehmen wir ein Bild. Ja? So, also, hier haben wir Oberklasse R und Unterklasse S. Hier gibt es eine Funktion n. Die nimmt einen Parameter. Die nimmt hier b und hier nimmt sie a. Ja? Also schauen wir nach, was a und b sind. A und b sind auch Klassen, aber b ist eine Unterklasse von a. Schauen wir uns erst die Kovarianz an, das gleiche Bild. Na, Entschuldigung, da habe ich angefangen, bleibe ich dabei. Also Kontravarianz sagt, ich darf jetzt hier, wenn ich von der Oberklasse zur Unterklasse gehe, nicht spezialisieren des Parameters, sondern den Parameter verallgemeinern. Deswegen Kontra. In der einen Richtung Spezialisierung, in der Parameterrichtung Kontra. Sie sehen das an der unterschiedlichen Richtung der Pfeile. Das ist die Idee, einfach nur damit, ich brauche eine Eselsbrücke, mir das zu merken. Ja? Die Kovarianz ist jetzt einfach. Die sagt, die Kovarianz, wenn ich hier ein A habe und ich spezialisiere die Funktion M, Methode M, darf ich auch eine Spezialisierung des Parameters B benutzen. Diese Klasse benutzen, das wäre in diesem Falle B. Das wäre Kovarianz. Okay? Und? Bringt mir das was? Okay. Was wir beachten müssen wieder ist, ob wir das Substitutionsprinzip damit erfüllen. Und jetzt habe ich hier ein Beispiel für Kontravarianz und Substitutionsprinzip. Also ich habe die Klasse Europäer und die Klasse Kroate. Ist klar, dass Kroaten eine Untermenge Europäer sind.
Man kann sie ansonsten genauso wie Europäer verwenden. Ja. wir haben eine Funktion, die heißt nehmen. Die Europäer nehmen Euro, die Kroaten nehmen beliebige Währungen. Okay? Sie sehen, das ist Kontravarianz, denn Euro ist eine Unterklasse von Währung. Ja? So, jetzt ist die Frage, ist hier das Substitutionsprinzip erfüllt? Es ist schon angedeutet, dass es erfüllt ist. Also Sie müssen jetzt Folgendes denken. Angenommen, ich habe einen Europäer E. Und den programmiere ich, indem ich E.nehmen aufrufe. Solange ich einen Europäer in der Variable E habe, ist alles okay. Aber irgendwo anders, irgendwo weit hinten in meinem Programm, hat jemand das E mit einem Kroaten initialisiert. Steht also jetzt E, aber eigentlich ist es eine Unterklasse vom Europäer, nämlich der Kroate. Aber sie wussten das nicht, als die Programm geschrieben haben. Sie rufen jetzt auf, E.nehmen. Und sie wussten, dass sie jetzt Euro kriegen. Denn der Compiler hat überprüft, sie haben ja nur eine E-Variable, das war ein Europäer. Der Compiler hat überprüft, dass bei nehmen bestimmt ein Euro drin steht. Ja? Und das wird jetzt funktionieren, denn der Kroate, das Kroatenobjekt, das sie haben, würde sogar was anderes nehmen, nämlich Dollar. Aber in dem Kontext, wo sie Europäer benutzen, kriegen sie nur Euros. Und daher ist hier das Substitutionsprinzip erfüllt. Natürlich könnte ich das hier auch so ändern, dass hier auch nur Euro steht. Ja? Aber das ist der Punkt des Beispiels, dass ich hier etwas Allgemeineres nehmen darf, ohne in Schwierigkeiten zu kommen mit dem Substitutionsprinzip. Ja? Jetzt mal das zweite Beispiel, wo es gerade umgekehrt ist. Gut, haben wir Baden-Württemberger, Unterklasse sind Schwaben. Ich hack nicht nur auf Kroaten herum. Ja? So, da gibt es Essen. Der Herr sagt, ich will eine Nudel. Der sagt, aber ich esse nur Spätzle. Ja? Spätzle ist natürlich eine Unterklasse von Nudel, auch klar. Und wir haben hier Kovarianz. Ja? Also von hier nach hier haben wir spezialisiert, sowohl in der Klasse als auch in den Parameter. Und jetzt die gleiche Übung. Ich habe eine Variable BW und ich rufe BW, also von der Klasse Baden-Württemberger, und rufe BW.essen auf und der Compiler wird jetzt überprüfen, dass ich Nudeln bekomme. Das ist okay. Ja? Irgendein anderer sagt jetzt, irgendwo ganz hinten im Programm, überschreibt man die Variable BW mit einem Schwaben. Und jetzt rufe ich natürlich wieder, nicht wissend, ich hatte ja einen Baden-Württemberger, rufe Essen und übergebe dem als aktuellen Parameter etwas, was ein Nudel ist, aber kein Spätzle. Und schon kriege ich einen Fehler. Weil die Essen-Funktion beim Schwaben sagt, nicht Spätzle, das interessiert mich nicht. Kann ich nicht verdauen. Ja, Sie sehen, ich muss bei den Parametern, beim Substitutionsprinzip darauf achten, dass das ist so ähnlich, wie ich vorhin sagte, ich kann etwas Allgemeineres, eine schwächere Vorbedingung kann ich geben, nämlich eine Oberklasse ist eine schwächere Vorbedingung. Das darf ich bei den Parametern übergeben, aber ich darf es nicht umgekehrt machen. Ich darf nicht eine stärkere Vorbedingung geben, eine Eingrenzung, die ich da nicht verarbeiten kann. Ja? So, Substitutionsprinzip ist jetzt da nicht erfüllt. Jetzt haben wir aber noch eine Variante an der Geschichte und die Geschichte ist, und was ist mit Rückgabeparameterwerten? Ja? Da ist es genau umgekehrt. Ja, tut mir leid, aber so ist es. Also bei den Eingabeparametern verlangen wir Kontravarianz. Wissen wir jetzt, was es ist. Beim Ausgabeparameter, auch Rückgabewert und Ausnahmen übrigens, ja, also es gibt ja in Java, können Sie nur ein Objekt oder einen Wert zurückgeben. In C und C-Sharp und C++ können Sie gleich mehrere Parameter vorsehen, die als Ausgabeparameter gedacht sind, die Sie innerhalb der Methode schreiben und die dann im Aufrufkontext zur Verfügung stehen. Das nennt man Ausgabeparameter. Für die müssen wir Kovarianz nehmen. Ich kriege jetzt einen Knoten im Gehirn, darum sage ich Ihnen nach dem Mittagessen, probieren, denken Sie selber das mal durch, warum Sie bei Ausgabeparametern, Rückgabeparametern Kovarianz brauchen.
Sie machen genau das gleiche Überlegen wie vorhin. Sie schreiben sich zwei so Klassen und sagen sich, wenn ich jetzt eine Variable der Oberklasse hätte, da rein gespeichert, aber ein Objekt der Unterklasse, dann eine Methode aufrufe und etwas zurückkriege, ja, dann darf das nicht spezialisierter sein. Denn ich hatte ursprünglich erwartet einen bestimmten Rückgabetyp und jetzt bekomme ich etwas, das spezialisierter ist, generalisierter ist, und das kann möglicherweise das nicht, was ich brauche. Deswegen brauche ich da Kovarianz. Muss man sich mit dem Blatt Papier durchdenken, ähnlich wie ich es vorhin gezeigt habe. Ja? So, dann gibt es auch noch Parameter, also Parametermechanismen in anderen Sprachen, die ich sowohl als Ein- als auch als Ausgabeparameter benutze. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als Invarianz zu wählen. Okay, so, also, das ist eine ausführliche Darstellung von Kovarianz, Kontravarianz. Gibt es dazu Fragen? Man kommt hier leicht durcheinander, ich gebe es zu, ich auch, aber ich muss das erklären. Okay, übrigens für Java-Programmierer, wenn Sie die Typ-Hierarchie nochmal kurz sehen wollen, gibt es natürlich in Java auch. Double ist allgemeiner als float, ist allgemeiner als long, ist allgemeiner als int, ist allgemeiner als character, ist allgemeiner als short, ist allgemeiner als byte. Diese Vererbungshierarchie gibt es da auch, die sind gerade so im Vererbungsbaum angeordnet. Kann man manchmal gebrauchen, sollte man wissen. Wird allerdings noch etwas komplizierter dadurch, dass bei Parameterübergabe Parameter automatisch konvertiert werden. Ja, also ein Float wird natürlich gerne auf Double konvertiert, wenn das erforderlich ist. Aber so ist die Vererbungshierarchie modelliert. Moment, jetzt kommt noch eine weitere. Also, ich sagte Ihnen schon mehrmals, das müssen wir uns noch merken. Sie können sich das so vorstellen, jetzt habe ich noch eine Verfeinerung der Idee der Kovarianz und Kontravarianz, diesmal für Vor- und Nachbedingungen. Ja? Ich sagte Ihnen ja schon, die Unterklasse soll die gleichen oder, wenn überhaupt, schwächere Vorbedingungen haben als die Oberklasse, denn wenn für ein Oberklassenelement die Vorbedingungen erfüllt sind, und ich gebe dem ein Objekt, das gar keine so starken Vorbedingungen erfordert, dann wird es sicher funktionieren. Ja? Da kann ich, wenn ich etwas aufrufe, durchaus etwas aufrufen, das schwächere Vorbedingungen erfordert. Ich hatte die Quadratwurzel genommen. Ne? Wenn ich sage, die Quadratwurzel Vorbedingung ist, die Variable x muss positiv sein, dann kann ich natürlich auch an der Stelle eine Funktion aufrufen, Methode aufrufen, die sagt, das ist mir eigentlich egal, ich nehme alles. Ja? Und die Nachbedingungen müssen auch die gleichen sein oder sie müssen noch stärker sein. Sie dürfen auf keinen Fall schwächer sein. Ja? Wenn ich eine Nachbedingung habe, die sagt, das Ergebnis ist so, dass es das quadriert, wieder die Eingabe ist bei der Quadratwurzel, wenn ich das quadrieren kann, und die rufen aber das, sagt, naja, das ist es meistens, aber wenn die Werte größer sind oder kleiner sind als 0,1, dann ist es nur noch ungenau und gilt dann nicht mehr. Ja? Da haben Sie eine schwächere Nachbedingung. Wenn Sie sich aber verlassen haben auf die stärkere Nachbedingung, dann können Sie diese nicht gebrauchen. Ja? Deswegen müssen Sie mindestens gleiche oder stärkere Nachbedingungen wie eine Oberklasse liefern können. Wenn sie gleich sind, dann muss man nicht drüber nachdenken. Man muss nur nachdenken darüber, wenn sie anders sind. Ja? So, jetzt schauen wir uns dieses Beispiel an. Ja? Wir haben also hier zwei Klassen, Rechteck und Quadrat. Es ist offensichtlich, dass das Quadrat, die Quadratklasse, eine Unterklasse von Rechteck ist, denn Quadrate sind Rechtecke, bei denen halt die Seiten gleich lang sind. Ja? Ist diese Modellierung in Ordnung? Zunächst mal, so wie sie dasteht, was wir jetzt wissen über Rechteck und Quadrat, ist es okay. Schwieriger wird es, wenn wir uns ein paar Vor- und Nachbedingungen ansehen, die von Interesse sein könnten. Ja? Darum programmiere ich das jetzt mal ein bisschen aus. Also wir definieren die Klasse Rechteck, das hat Breite und Höhe, lassen wir jetzt mal Position und so weiter weg, ja, das ist nicht ein Punkt, dann gibt es Sätze Breite, Sätze Höhe, B und H wird auf Breite und Höhe initialisiert, genauso wie Sie es erwarten würden, dann gibt es eine Funktion, die heißt gib Breite und gib Höhe, dann gibt beides wieder zurück. Ja. Return Breite, Return Höhe, Semikolon, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht wichtig. So weit, so gut.
So haben wir die Klasse Rechteck definiert. Dann definieren wir das Quadrat. Quadrat extends Rechteck. Das sagt Sätze Breite. Aha. Wenn es eine Unterklasse ist, dann muss ich Sätze Breite aufrufen dürfen. Ich darf aber die Invarianz, dass es Breite und Höhe gleich sind, nicht ändern. Dann sage ich, das mache ich mit Gewalt. Ja, mit Gewalt sage ich, wenn der sagt Sätze Breite, dann setze ich natürlich die Breite, so wie gesagt, aber ich ändere auch die Höhe. Auch auf B. Upp. Und bei Sätze Höhe mache ich genau das Gleiche. Wenn er sagt, ändere die Höhe, dann ändere ich die Breite auch. Dann bleibt das Ding ein Quadrat. Auch okay. Ja? So. Und jetzt kommt die Schwierigkeit. Angenommen, wir haben irgendwo eine Berechnungsfunktion, die nimmt ein Rechteck her. Dieses Rechteck R sagt, dass ich setze die Höhe und setze die Breite auf 5 und 6, irgendwas, ja, es ist nur Platzhalter. Und dann möchte ich die Zusicherung haben, dass das Produkt von Gib Höhe und Gib Breite 30 ist. 5 mal 6 ist 30. Okay? Das ist so. Da benutze ich eine Zusicherung. Das ist eine Nachbedingung. Diese Nachbedingung sagt, wenn das Ding ausgeführt worden ist, dann müsste es so sein, dass das Produkt von Höhe und Breite 30 ergibt. Ja, okay. Auch noch kein Problem. Irgendwo anders setzt jemand das Rechteck R auf ein neues Quadrat und initialisiert es zu irgendwas. Und dann ruft er, weil er denkt, er hat ein Rechteck, diese Berechnefunktion aus. Ja? Was passiert? Naja, dieses Gib Höhe mal Gib Breite wird jetzt nicht 30 sein. Ja? Denn Sie haben berechnet aufgenommen, Sie haben die Höhe auf 5 gesetzt, haben Sie ein 5 auf 5 Quadrat bekommen, dann haben Sie Sätze Breite bekommen, dann haben Sie es nochmal geändert auf 6 mal 6. Und jetzt ist hier Gib Höhe mal Gib Breite 36. Also schlägt diese Zusicherung fehl. Das ist nicht das, was Sie wollen. Sie wollen ja die Unterklasse nach dem Liskovschen Substitutionsprinzip benutzen dürfen, als wäre es ein Oberklassenelement. Genau so, und das heißt auch, die Nachbedingungen müssen erfüllt sein, denn Sie haben sich sicher hier dann irgendwie darauf verlassen, dass die Fläche richtig ist. Ja? Genauso, wie Sie es erwartet haben. Da gibt es nämlich eine Nachbedingung, von der ich nichts gesagt habe. Nämlich, die Nachbedingung beim Rechteck Sätze Breite ist so, dass die Breite zu B wird, aber die Höhe unverändert ist. Ja? Und das haben wir im Quadrat durchbrochen, diese Nachbedingung. Das heißt, der alte Wert von Höhe, das kann man so notieren, dass man sagt, Höhe, die neue Höhe ist gleich old Punkt Höhe oder Höhe Strich oder sowas. Ja? Das ist eine Nachbedingung, die man normalerweise von jeder Methode erwartet, die nur eine Variable ändert oder bestimmte Instanzvariablen ändert. Da erwartet man natürlich, dass die anderen, die es nicht erwähnt, nicht geändert werden. Und das haben wir hier kaputt gemacht. Das ist das Problem. Nämlich, wir haben eine Nachbedingung, die vom Quadrat nicht erfüllt ist. Die Nachbedingung wird aufgeweicht. Ja? Das heißt also, wir haben jetzt gesehen, dass die Unterklassenmethoden mehr verlangen und weniger liefern. Die verlangen, dass es schon ein Quadrat ist und liefern weniger. Das heißt, sagt, wenn ich die breite Höhe ist, auch die breite Ende ist auch die Höhe geändert. Ja? Das Substitutionsprinzip ist also für diesen Fall nicht erfüllt. Ja? Wieso? Also, das ist doch blöd, oder? Ist das nicht blöd? Klarerweise ist ein Quadrat ein Rechteck. Das hier nicht. Was haben wir hier falsch gemacht? Ja? Das hat mich lange Zeit umgetrieben. Das ist einfach blöd. Das ist unschön, ja? Es ist doch so, dass, ja, das lerne ich doch schon in der Schule, dass ein Quadrat ein Rechteck ist. Naja, da muss man jetzt halt wieder genau hinschauen. Und das genau hinschauen sagt, die strukturell ist die Modellierung so, dass tatsächlich das Quadrat eine Untermenge der Menge der strukturell ja, aber verhaltensmäßig nicht. Wir haben eine Implementierung gewählt, bei der wir plötzlich die Unterklasse ein anderes Verhalten aufweist, nämlich eine schwächere Nachbedingung liefert. Ja? Wir müssen im Verhalten sind diese beiden Klassen eben nicht konsistent bezüglich des Substitutionsprinzips. Ja? Das heißt also, wenn wir Klassen auf Substituierbarkeit prüfen, reicht es nicht zu sagen, haben wir die gleichen Attribute, haben wir die gleichen Methoden. Ja? Wir müssen auch nachsehen, ob die Vor- und Nachbedingungen passen. Das heißt, die Vorbedingungen dürfen bestenfalls schwächer sein und die Nachbedingungen dürfen schlimmstenfalls stärker sein. Ansonsten lieber gleich.
ja, gleich behalten. Ja. Also nur wenn also Oberklassenobjekte durch Unterklassenobjekte komplett substituierbar sind, können sie Unterklassenobjekte ohne Schaden im Kontext der Oberklasse benutzt werden. Ja. Wir sagten ja vorhin, nicht, dieses etwas aus der Unterklasse so behandeln, als wäre es ein Objekt der Oberklasse. Ist ja dieses Abstraktionsprinzip, das es so schön macht, mit objektorientiert programmieren, weil wir müssen nur eine Signatur festlegen und alle Objekte, die diese Signatur implementieren, können wir so behandeln, exakt gleich behandeln mit dem gleichen Programm, ohne das Programm zu aktualisieren zu müssen. Wenn wir das nämlich nicht haben, kommt der typische Fall von Fallunterscheidung. Habe ich jetzt etwas, das ein Rechteck ist, dann rufe Funktion, setze Rechteckbreite. Habe ich Funktion, das haben Sie diese ewigen Fallunterscheidungen in C-Programmen zum Beispiel. Die vermeiden Sie sehr elegant mit dieser Objektorientierung, aber achten Sie darauf, dass nicht nur strukturell alles stimmt, sondern auch die Vor- und Nachbedingungen. Okay. Schwieriger Abschnitt. Fragen? Bitte. Separat behandeln, ja. Separat behandeln. Ich glaube, es gibt kein, ich weiß von keiner schöneren Lösung, ja. Weil eigentlich ist auch diese Unterklassenbedingung, wo Sie sagen, ich habe Breite und Höhe als doppelte Variablen, auch blöd. Eigentlich brauchen Sie ja nur einen Wert, ja. Also würde ich sowieso nicht als Unterklassen bezeichnen, sondern als separate und vielleicht eine gemeinsame Oberklasse, die nur noch das enthält, was wirklich gemeinsam ist. Ja, zum Beispiel die Position oder die, weiß nicht, Drehenfunktion oder so etwas, ja. Ja, drehen muss ich auch schon spezialisieren, aber Sie sehen, was ich meine. Damit das, wenn es dann doch noch Gemeinsamkeiten gibt, einfachste wäre zum Beispiel löschen, die würde ich dann in die Oberklasse setzen und den Rest separate Parallelklassen. Ja, genau, haben Sie richtig erkannt. Noch Fragen? Ja? Passt nicht. Nee, dann nehmen Sie einen anderen Trick. Das nennen Sie dann per Delegation. Anstelle Unterklassen zu bilden, bilden Sie eine neue Klasse. Und immer Sie eine Funktion haben, die eigentlich die von der gedachten Oberklasse haben könnte, dann sagen Sie einfach, sagen wir Methode M, sagen Sie M, die ruft jetzt auf dieses Objekt, an das Sie delegieren, O.M. Also, bisschen schnell, okay? Also, der Kollege fragt, ich habe eine Oberklasse und Unterklasse, haben eine gemeinsame Funktion M, nennen wir sie M, ja? Aber es passt nicht, entweder deswegen nicht oder weil ich eine bestimmte Methode, die die Oberklasse hat, hier nicht implementieren, geht einfach nicht, passt nicht, ja? Ich kann also die Oberklassenbeziehung nicht benutzen. Stattdessen mache ich mir einfach eine freistehende Klasse, die nicht erbt von dieser blöden Oberklasse und sage, aber ich merke mir einen Verweis auf ein Objekt dieser Oberklasse. Nennen wir das Objekt O. Ich instanziere so ein Objekt, merke es mir in meinem eigenen Objekt und wenn immer ich M aufrufe an meinem eigenen Objekt, dann delegiere ich an dieses Objekt, indem ich sage O.M. Und schon läuft die Geschichte. Das ist also ein Zeiler. Ja? So kann man sich da behelfen. Bitte. Da weiß ich jetzt nicht genau genug Bescheid. Und was passiert dann? Okay, ja, gut. Das kann ich natürlich auch machen. Das haben Sie jetzt wahrscheinlich nicht alle gehört. Also, Ihr Kollege sagt, ich könnte das auch so lösen, dass ich die Methode vorsehe, aber sie liefert mir Fehler. Ja? Also, in Ihrem Fall, wenn es die Methode X gibt, die ich in meiner Unterklasse nicht brauchen kann, kann ich trotzdem erben und implementiere die Methode X neu, sodass sie mir einen Fehler liefert. Zum Beispiel eine Ausnahme. Kann man machen, erfordert aber, dass ich dann für die Oberklasse das auch vorsehe, in dem Kontext, wo die Oberklasse ist, dass diese Ausnahme auch behandelt wird. Ja?
dann stehe ich wieder dumm da. Ja? Ich bekomme zwar die Ausnahme, aber in meinem Oberklassenkontext wusste niemand was von der Ausnahme. Und sie wird nicht behandelt. Dann kriege ich auch einen Fehler. Oder vielleicht sogar schon zur Compile-Zeit einen Fehler. Ja? Das heißt, diese Methode, die es in der Oberklasse gibt, aber in der Unterklasse nicht, die jetzt in der Unterklasse plötzlich einen Ausnahme auslösen sollte, muss bereits in der Oberklasse so als Ausnahme auslösen deklariert gewesen sein. Ja, dann geht's. Okay. Noch Fragen? Ja, hier hinten kommt noch eine. Ich kann sie akustisch gar nicht verstehen. Ja, das könnte ich machen. Dann müsste ich die Funktion Sätze Höhe und Sätze Breite streichen. Auch bereits in der Oberklasse. Ja, denn es garantiert mir ja niemand, was ich bekomme. Ja, ich habe hier ein Oberklassenvariable, da denke ich immer, es ist ein Rechteck, ich programmiere so, als hätte ich ein Rechteck. Und dann gibt mir jemand, also anderes sagt, hehe, bei mir geht das aber nicht. Ja, und dann, sehen Sie, dann brauche ich entweder die Ausnahme, die muss ich dann abfangen und wissen, was zu tun ist. Ja, also ich kann dann auch nicht substituieren, wenn ich es einfach nicht erlaube. Wir müssen immer an das Substituieren denken. Ja. Okay, wir haben noch einen kleinen Punkt zu lösen, aber das kennen Sie jetzt schon, dieses Überladen und Polymorphie. Also Polymorphie heißt Vielgestaltigkeit, ist mal wieder eine Oberklasse für Überladen und Überschreiben. Überladen hatten wir schon gesehen. Sie kann mehrere Methoden mit dem gleichen Namen geben, aber als Signatur muss unterschiedlich sein. Ja? Wie gesagt, hat nichts mit, und dann gibt es auch noch die dynamische Form der Polymorphie, das geht über die Verwendung, über die Vererbung, dynamisch deswegen, weil ich zur Laufzeit bestimmen muss, welche Funktion ausgewählt wird. Ja? Und dazu habe ich wieder mein Beispiel Hund, Wolf und Polarwolf. Vielleicht haben Sie sich das bei Java noch nicht so überlegt, darum wiederhole ich das jetzt nochmal. Also wir haben Hund, Wolf und Polarwolf, Unterklassen, wie Sie hier sehen. Jeder hat Heulen. Ja? So, und jetzt mache ich wieder diesen Substitutionstrick. Ich mache mir erst einen Hund, das ist die oberste Klasse. Ja? Ich mache mir einen Wolf, das ist ein W, einen neuen Wolf, da gibt es ja einen, das hier ist nur eine Variable, ist noch nicht initialisiert. Den Wolf W initialisiere ich doch, es gibt also ein Objekt Wolf und das ist natürlich eine Instanz von diesem Wolf. Schön. Und jetzt mache ich den Substitutionstrick. Ich sage H ist gleich W. Das heißt, in H, was eigentlich ein Hund ist, speichern W rein, das ist ein Wolf. Ist erlaubt. Ja? Und dann rufe ich H.heulen auf. Was wird ausgeführt? Die Funktion ist wohl nicht. Ne? Wer ist denn für die obere? Wer ist für die mittlere? Ah, Sie haben es richtig. Jawohl, so ist es auch. Ja? Also, hier ist Verweis auf einen Wolf und jetzt muss die richtige Funktion dynamisch ausgewählt werden. Ich kann hier nicht sagen, obwohl es ein H ist, dass das hier aufgeführt wird, denn es kommt darauf an, was ich habe. Ja? So, was passiert? Naja, wir schauen erstmal, wir gehen von H nach Wolf, wir könnten hier nach oben gehen in der Vererbungshierarchie, aber wir nehmen die spezialisierteste Form, nämlich diejenige, die am speziellsten ist, die also in dieser Vererbungshierarchie am nächsten ist. Und das ist natürlich die hier. Und wir gehen nie nach unten. Ja? Das ist die Auflösung dafür. Okay. Was gibt es noch? Der letzte Punkt ist, dass Sie sagen können, Sie können ein bisschen Code an oder eine Anmerkung an eine Klasse ranheften. Das wird so notiert mit so einem Eselsohr an einem Blatt Papier, so soll das aussehen. Da können Sie zum Beispiel schon Anmerkungen oder tatsächlichen Code reinschreiben. Das werden wir manchmal benutzen. Sie können auch noch sagen, dass eine Klasse eine zweite Klasse benutzt. Also das ist keine Vererbungsbeziehung, sondern Benutzbeziehung, die sagt, dass die Klasse 1 aus der Klasse 2 Methoden aufruft zum Beispiel. Oder die Klasse 2 selbst als Parameter irgendwo benutzt oder auch als Attribut. Ja, das heißt, Uses benutzt also die Klasse 2. Okay. Privat, protected, öffentlich, public kennen Sie auch schon aus Java. Wird in UML mit Plus, Minus
und bis Doppelkreuz bezeichnet. Also privat heißt mit Minus, da stelle ich einfach der Methode ein Attribut vor, voran, sagt, dieses Objekt kann sie alle zugreifen, aber alle Objekte der gleichen Klasse ebenfalls. Das ist also nicht so privat, dass nur für dieses eine Objekt erlaubt ist, sondern eine andere Klasse, ja, derselben, ein anderes Objekt derselben Klasse kann auf das gleiche Objekt, das geschützt ist, zugreifen. Öffentlich ist klar, public, und geschützt ist nur Exemplare derselben Klasse oder abgeleitete Klassen. Ja, das kennen Sie schon, aber es wird nur eine andere Notation benutzt. Also hier ist zum Beispiel ein Beispiel, hier ist ein Beispiel. Der Radius ist privat. X und Y sind in Unterklassen sichtbar, aber nicht woanders. Und diese Methoden hier sind alle öffentlich. Ja, das war's. Vielen Dank für heute.